das war's aus Hochfels mit den Ogern. Jetzt kommen wir zum Mechs mit Olli. Und zwar im MechWarrior Online ist der Community Warfare gestartet. Da haben wir eine Partie als Verteidiger geführt und auch gewonnen. Endlich ist er da, der Community Warfare für MechWarrior Online, lange erwartet. Jetzt ist die Open Beta gestartet, rechts neben mir steht der Jan. Hallo. Ja, und ich bin der Olli. Ja, ich habe mich natürlich sofort umgesehen für euch in dieser Galaxis. Und da sehen wir auch die neue bzw. überarbeitete Sternenkarte. Und da kann man jetzt nämlich auch Planeten auswählen. Olli, was sehen wir da für blaue Rahmen oben am Planeten? Das sind meine Besitztümer. Alles deins. Alles deins. Alles meins, genau. Nein, das sind Zonen oben links an dem Planeten, sieht man, das sind immer 11 Stück an der Zahl, die man verteidigen oder erobern muss. Momentan sind sie alle blau. Wir suchen jetzt gerade irgendwas, was auch mal rot ist. Ach, da war was. Zurück. Genau, da sehen wir. Nur noch eine Zone gehört meiner Fraktion. Die anderen 10 sind vom Gegner erobert worden. Das wollen wir natürlich verhindern, deswegen Attack. Da können wir dann zurückerobern. Kannst du dir frei auswählen, welchen Planeten du angreifen möchtest? Nein. Es gibt immer nur eine gewisse Anzahl, die halt momentan frei oder aktiviert sind für die Eroberung. Rechts sieht man im Planet Finder Fenster alle Planeten, die angegriffen werden oder auch verteidigt werden können. Die anderen sieht man unten den letzten, der ist so grau. Die sind sozusagen zurzeit nicht umkämpft. Welche Planeten angegriffen werden können, verteidigt werden können, legt das Spielsystem fest. Was machst du da gerade, Olli? Wählst du doch mal aus, was ist der schönste? Ja, genau. Nein, für die Planeteninvasion stellt man sich ein sogenanntes Jobdeck zusammen und das sind immer 4 Mechs, die man hat, denn man kann bis zu 4 Stück einsetzen. Wenn einer abgeschossen wurde, kann ich also einen neuen wählen. Ich kann auch aussteigen aus dem Mech, also ejecten und dann einen neuen wählen, wenn der erste zum Beispiel schon ein bisschen frecke ist. Jetzt geht's hier direkt los. Schöne Karte. Was ist deine Rolle jetzt hier? Wir sind die Verteidiger. Wir sind rechts unten, also im Südosten gestartet. Da gibt es eine Orbitalkanone, die ist bei Omega positioniert. Es gibt 2 Tore, die sehen wir jetzt auch auf 12 Uhr voraus. Links und rechts, das sind Alpha und Beta. Die muss der Gegner erstmal stürmen und um die zu öffnen, muss er Generatoren vernichten. Da sieht man auch den einen am Berghang schon stehen, wird man gleich noch besser erkennen können. Ich bin übrigens der Droplead von einem 12-Mann-Premade-Team. Das heißt, wir sind mit unserem Clan dort gestartet und ich gebe jetzt gerade, was man nicht hört, über Teamspeak Anweisungen, wo sich die Leute zu positionieren haben. In der Verteidigung wahrscheinlich sehr wichtig, die Aufstellung, bevor es richtig losgeht? Definitiv. Wir haben so die Erfahrung gemacht, so 300 Meter von dem Punkt, wo der Gegner halt dann das erste Mal auftaucht, ist eine gute Distanz. Wer zu nah dran steht, hat den Nachteil, dass man zu schnell überrannt wird. Das heißt, der Gegner steht zu schnell zwischen den eigenen Linien. Wenn man zu weit weg steht, können gewisse Waffensysteme nicht zum Einsatz gebracht werden, weil die nur eine Reichweite von 270 bis 300 Metern haben. Und dann vergibt man natürlich Potenzial. Hier ist übrigens der linke Generator auch schon unter Feuer. Man sieht ja oben diese blauen Balken, da jetzt gerade einer explodiert. Damit öffnet sich das linke Tor. Das rechte ist sogar schon bereits offen, oder so gut wie offen. Und damit wird der gegnerische Angriff nicht mehr lange auf sich warten lassen. Stürmen Sie jetzt hier rein, Olli. Was ist der beste Plan? Ja, Feuerfokus auf die Beine am besten. Wenn nämlich ein Bein weggeschossen ist von einem Angreifer, dann wird die Geschwindigkeit deutlich reduziert auf etwa 40 km/h. Und damit ist er dann ja nur noch eine schleichende Zieldrohne. Wir hatten jetzt die Wahl zwischen 2 Eingängen. War das die taktisch bessere Wahl jetzt hier? Das kommt drauf an. Also ist der andere Eingang, der hat mehr Deckungsmöglichkeiten. Da stehen aber mehr Lasertürme von uns und er ist weiter weg von ihrem Zielpunkt. Hier, das ist der kurze Weg, ein bisschen weniger Verteidigung, aber dafür, sage ich mal, auch vom Schussfeld her von uns halt auch besser. Ist es generell mit den Maps? Variieren die von Planet zu Planet? Es gibt derzeit 2 dedizierte Community Warfare Maps, einmal diese hier und einmal Sulfa-Dingsbums, auf jeden Fall irgendwas Schwefliges und mit viel mehr Hitze, weil wir haben ja so eine Eismap, das heißt, da kann man deutlich länger durchballern und die andere Map, die ist halt mehr so Canyon-artig und ja, wie gesagt, sehr, sehr heiß. Das heißt, die Außeneffekte haben Einfluss auf deine Waffen im Definitiv. Spiel? Ja, Hitze ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sieht ja rechts in meiner Minimap, diese rote Skala momentan ist ja auf etwa 20% und sinkt. Wenn ich überhitze, dann schaltet mein Mech ab. Überstimme ich sozusagen diese Notabschaltung, kann es sein, dass mir mein Mech um die Ohren fliegt. Also es kann nicht nur sein, es passiert. Also einen kühlen Kopf bewahren. Definitiv. Also mit der Hitze jonglieren, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt hier. Deswegen immer so, dass man das Maximum an Schaden austeilt, aber halt nicht abschaltet. So, die erste Welle haben wir jetzt zurückgeschlagen und der Gegner versucht jetzt durch das rechte Tor. Wir haben uns ein bisschen umpositioniert und sehen, da versucht er wieder mit schweren Brocken diesmal rechts durchzubrechen. Aber unser Kreuzfeuer ist nicht übel. Jetzt kommen wir alle auf einmal angestürmt. Ist das the way to go?
Ja, also man muss schon zusammen halt reingehen, um den maximalen Effekt zu erzielen. Allerdings macht es der Gegner nicht klug. Er geht eher zentral. Wenn er nach links von sich aus, also von uns aus gesehen, nach rechts ausgewichen wäre, hinter den Hügelzug dahinter, hätte er mehr Deckung gehabt und wir hätten nicht so gutes Kreuzfeuer aufziehen können. Nichtsdestotrotz sind alle 4 Generatoren, wenn ich das hier schon zerstört. Ja, also 2 Tore sind offen, 2 Generatoren zerstört, aber nur von den Eingängen. Das hat jetzt noch keine Auswirkung auf die Siegbedingungen. Wir verlieren erst, wenn oben da, wo Base drauf steht, ist noch komplett blaue. Wenn das komplett rot runtergeschossen ist, dann ist halt Feierabend. Oder wenn wir alle unsere 48 Mechs verloren haben, weil 12 Spieler, jeweils 4 Mechs, macht 48 Maschinen. Deshalb haben wir oben die Abschlusszahlen und eine Zeit. Wie lange geht ein Gefecht? Hier vom Community Warfare, die gehen 30 Minuten maximal. Zum Vergleich, normale Partien in MWO dauern nur 15 Minuten. Bei 48 Max würdest du sagen, das ist die Zeit, die man braucht? Ja, also ich habe auch schon kürzere Partien gesehen, 15, 20 Minuten und dann waren 48 Max Fricke. Aber das hängt von der Spielweise ab des Teams und wie gut das Team ist. Ich habe auch schon Angreifer gesehen, die haben nicht den Generator zerstört, sondern nur 48 Verteidiger Max abgeschossen. Die haben eine Viertelstunde dafür gebraucht, die waren einfach entsprechend gut. So, jetzt musste ich auch schon den Mech wechseln, weil mein vorheriger, der Dragon, war leer geschossen und auch schwer angeschlagen. Jetzt bin ich schon im Highlander drin und der Gegner hat einen weiteren Sturmlauf initiiert. Oh, Olli, was passiert? Ui, Schuss in den Rücken, ich guck mich um, da ist er, der Hund. Ein Handspeck hat sich meinen Rücken geschlichen, der letzte, der Angreifer, hat mir den rechten Torso von hinten weggeschossen, mir meine komplette Bewaffnung beraubt, deswegen... Zeit zu ändern. Genau, eject, eject, eject. K drücken und zack ist der Mech weg. Und ich komme in die Drop-Auswahl vom Dropship. Der Respawn ist einzeln? Jeder Spieler kommt einzeln zurück? Nee, so turnusmäßig. Irgendwie so alle 30 Sekunden, glaube ich, ist es. Und ihr seht ja, unten 2 Mechs habe ich jetzt schon verbraucht. Jetzt nehme ich meinen dritten. Und zack, bin wieder im Landungsschiff. Das finde ich auch sehr schön animiert. Der Mech wird halt hochgefahren. Dann gibt es noch ein bisschen Gerüttel. Ein bisschen Wind hört man noch vom Anflug. Die Luken öffnen sich. Und dann wird man abgeworfen. Zack. Sind Sie schon mitten in eurer Base, Olli? Grund zur Sorge? Ja, ein bisschen schon. Rechts oben sieht man ja, oder oben mittig, die Base-Kanone wurde schon angeschossen. Man sieht es jetzt übrigens gerade zentral. Das ist das Orbitalgeschütz, was wir verteidigen sollen, also Zielpunkt Omega. Und da schon so ein Drittel runter. Wenn Sie die restlichen 2 Drittel dann schaffen noch, durch einen Rush vielleicht, dann ist es relativ schnell vorbei. Und diesen Rush haben wir natürlich auch erwartet, denn die meisten Teams haben noch so in der Hinterhand einen Schub leichter Mechs, 12 leichter Maschinen, mit denen sie dann halt einfach blindlings durchstürmen, in der Hoffnung, dass sie durchbrechen und dann der Orbitalkanone den Rest geben. It's all about the base, heißt es ja so schön. Ja, genau, it's all about the base. Ignorieren euch ist deren einzige Chance jetzt. Es ist jetzt ihre eigentliche Chance, weil wir haben schon 34 abgeschossen, wir haben selber nur 21 verloren. Also jetzt darauf zu spekulieren, dass sie mit ihren Leichtmaschinen noch von uns über 20 abschießen, das ist eher utopisch. Olli, ich vermisse die Raketen. Ja, ich habe vergessen, also ich werde gecountert von einem ECM, das ist ein Electronic Countermeasure. Das ist ein System, was halt meine Raketenaufschalterung halt verhindert. Und ich habe leider das Anti-Anti-Gerät einzubauen, die Beagle Active Probe. Ist mir auch erst im Gefecht aufgefallen. Solange ich jetzt im ECM-Bereich bin des Gegners, kann ich die Raketen nicht abschießen. Jetzt kommt einer von hinten angesportet, den habe ich da aber. Ja, den habe ich, weil der hat nämlich kein ECM dabei und dem kann ich dann ein paar Raketen mit auf den Weg geben. Das ist jetzt auch für mich die Maßgabe, außerhalb des ECM-Bereichs zu bleiben mit meinem Mech. Und ich habe 270 Meter maximale Reichweite mit diesem Waffensystem. Also schön weit wegbleiben und die Raketen halt abfeuern. Und halt möglichst schnell diese Scouts erledigen. Denn oben seht ihr, die Base-Balken, der geht ganz schön schnell runter, ne? Jetzt haben sie es doch noch gut geschafft durchzubrechen, Olli. Jetzt wird's knapp. Ja, sauknapp. Also das war schon eine Zitterpartie. Vor allem, weil noch einer übrig ist, den ich laufen lassen musste. Der steht oben auf dem Berg. Aber sein Ende ist nah. Und das war die Entscheidung. Das war die Entscheidung. Ja, 3 Mechs vom Gegner noch übrig insgesamt. Also er hat noch 3 Ersatzmaschinen. Wir haben noch genau 24 Maschinen übrig. Also gerade mal Halbzeit. Dazu haben wir noch einige auf dem Feld stehen. Von daher ist es eigentlich jetzt keine Frage mehr, wer diese Runde gewinnt. Jetzt geht es einfach nur noch dazu, die Reste aufzuwischen. Aber das zeigen wir euch natürlich auch noch, weil wir stürmen natürlich jetzt mutig gegen 2 verbliebene Angreifer, deren Landungszone. Ja, ich glaube, ich komme noch nicht mal mehr hin mit meinem Mech. Das heißt ja oft, Angriff ist die beste Verteidigung. Würdest du das hier empfehlen? Ja, in dieser Szene schon. Aber normalerweise Verteidigen ist wirklich die beste Verteidigung, weil die Landungsschiffe schießen fleißig mit. Wenn man ihnen zu nahe kommt, da kriegt man ordentlich was ab. Da gibt es schon manche Leute, die dann halt draufgegangen sind. Ah, schaffe ich es noch, einen Schuss abzugeben? Ah, wer einen! Wer zu spät kommt. Ne? Einen! Zack! Und drauf! Das war's.
Ja, im Gegensatz zu normalen Partien gibt es hier nicht nur Erfahrungspunkte und Credits, sondern auch sogenannte Faction Loyalty Points. Und gleich werden wir dazu auch die Abrechnung sehen. Das ist etwas, was schon lange angekündigt wurde. Hier nochmal der Result Screen. Alle Gegner wurden vernichtet. Bei uns gab es auch einige Ausfälle zu beklagen, aber nur etwa die Hälfte. Und das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis. Und hier sehen wir die Loyalty Points Earned, für welche Aktionen ich was bekommen habe. Wozu die gut sind, kann ich euch dann nachher dann auch nochmal zeigen. Also wir kommen da gleich noch hin, aber hier einmal Brawling, Flanking, bla bla bla. Denn bei den Achievements, Sieg! Der Planet gehört zu euch. Nein, nein, nur ein Sektor. Wir haben auch einen Sektor nur verteidigt, weil der Gegner hat ja angegriffen. Man braucht alle Sektoren für den ganzen Planeten. Alle 11 Sektoren, also es sind 11 Kämpfe dieser Art, 11 mal 30 Minuten. Es können aber auch Kämpfe parallel stattfinden, ne? Zur Information. Bei den Achievements wurde jetzt auf jeden Fall diese Faction Loyalty eingefügt. Bei Haus Kurita, die ersten 3 Ränge habe ich schon geschafft. Die steigen. Aktuell gibt es leider nur ein paar Zebels dafür. Aber in Zukunft, wenn die Beta beendet wird, dann soll es auch noch weitere Belohnung geben. Darauf wurde aber erstmal in der Beta verzichtet, damit Leute, die an der Beta teilnehmen, nicht zu viele Vorteile herausspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat es. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's zum MechWarrior Online. Kommen wir zu ArcheAge. Da gibt's ein Weihnachtsevent mit Kostümen, Elfen und Rentieren. Rentiere. Sei doch, Rentiere. 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 Video ab. Weihnachten in ArcheAge mit einem etwas nicht weihnachtlichen Kostüm, würde ich fast sagen. Ich finde, das ist sehr weihnachtlich. Das Kostüm kann nämlich auch Jingle Bells spielen. Sehr also, schön. Ich finde das total super. Also ich muss es mir gleich holen. Ich bin hier auf dem Testserver unterwegs. Also normalerweise gibt es das im Itemshop für, glaube ich, 1800 Credits. Mhm. Ist jetzt nicht ganz billig, aber hat halt auch die schöne Fähigkeit mit dem Fluten. Vor allem, es schneit. Ja, ich bin jetzt am Strand, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Region dafür. Aber das Schöne auf dem Testserver war halt, man kann halt alles Mögliche ausprobieren. Man hat unglaublich viel Zeugs und kann sich halt zumindest schon mal vorab immer angucken, um was es geht und wie das Event halt aufgebaut ist. Und ich habe natürlich gleich so ein breezy Bungalow gebaut im Wasser, weil auf den Live-Servern kann man das nämlich vergessen. Da ist nämlich alles voll. Es gibt natürlich auch eine Event-Quest. Da muss man hier halt für diese Winter-Maiden 8 verschiedene Deko-Objekte sammeln. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also man das muss heißt, halt die liegen nicht so einfach in der Gegend rum. Na, leider nicht. Leider nicht. Also man muss halt erstmal den Baum schmücken und muss dann diese 8 Objekte sammeln. Die droppen leider mit einer unglaublich niedrigen Rate von allen möglichen Monstern in der Welt. Also ich habe Sachen gelesen von 4 bis 6 Stunden Grind-Farmarbeit bis zu, ich habe es aber innerhalb von einer halben Stunde alles gehabt. Also es ist halt wirklich sehr, sehr zufällig. Und so ein Glücksding. Ich kann, also hier habe ich es, es ist auf jeden Fall zufällig, Random Number Generator mäßig. Yeah. Und ich kann halt die Viecher hier empfehlen, das ist ein Arkham Iris in der Wüste oben, diese kleine Schlangengrube oder so, ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen heißt, aber da stehen halt so Elite-Viecher rum, die sind Level 40 und da hatte ich so das Gefühl, dass so jeder 5. oder 6. so ein Ding droppt. Also da ist man tatsächlich nach einer halben Stunde bis 40 Minuten vielleicht fertig. Ich habe jetzt das noch nicht geschafft, wirklich alles zu sammeln, weil das war alles ein bisschen kurzfristig jetzt. Weihnachtsvorbereitung, ihr wisst ja, stressig. Habe aber jetzt erstmal ein paar andere Sachen gebaut. Oh, ein Weihnachtsbaum. Teste bei mir schnell eine Vogelscheuche geholt und man kann aus den ganzen Geschenken, die man so jede halbe Stunde bekommt, auch mit ein bisschen Glück einen Weihnachtsbaum rausziehen. Sehr schön. Und die gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit Schnee oder so ein grünes Ding und so. Und dann kann man damit schön seinen Garten dekorieren. Sehr hübsch. Das gefällt und mir. Es gibt natürlich, wie das auch beim letzten Event schon war, ziemlich viele Itemshop-Sachen, die man sich kaufen kann. Juhu. Die man aber natürlich nicht kaufen muss. Also die sind jetzt nicht unbedingt wichtig, um also das Event zu erleben. Kosmetische Sachen. Ja, ziemlich viele kosmetische Sachen, unter anderem auch ein super schickes Rentier. Kann man mit Glück auch aus einer von diesen Kisten noch eine extra Variante des Rentiers finden, also ein schwarzes oder ein weißes. Oh. Kaufen kann man nur das braune. Also wenn man sich abheben möchte, dann muss man schon auf sein Glück hoffen, indem man halt in diesen Kisten das Zeug da rauszieht. Das ganze Zeug ist allerdings frei handelbar, also es gibt keine Beschränkungen. Also wenn ihr genug Gold habt, dann könnt ihr euch das auch im Auktionshaus holen von anderen Spielern. Juhu. Und die Kisten, sagtest du, kriegt man alle halbe Stunde? Alle halbe Stunde gibt es eine kleine Kiste. Da kommt halt mit so mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit so eine komische Marke raus. Wenn man davon 20 Stück hat, kann man so eine Socke craften, also so eine
Weihnachtssocke. So ein Ding, was halt in England oder so oder in Amerika halt am Kamin hängt und so. Und da kommt halt irgendwas raus. Ich bin noch dabei. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 16 Stück. Also ich habe es fast geschafft. Und ich bin mal sehr gespannt, was ich da rausbekomme. Wahrscheinlich wieder nicht so tolle Sachen, weil ich habe halt nie Glück in dem Spiel. Aber hier auf dem Testserver war das ja erstmal egal, weil da konnte ich mich halt wirklich eindecken mit allem möglichen Kram. Und es gibt halt unglaublich viel Zeugs und hier habe ich mal eine Kiste aufgemacht. Also ihr müsst euch das auf jeden Fall vorher gut überlegen, weil die Chancen sind wahrscheinlich wieder sehr, sehr gering, da die richtig guten Sachen rauszuholen. Also größtenteils ist da halt so ein bisschen Archäumzeug drin oder halt so Deko-Objekte wie Schneemänner oder halt Weihnachtsbäume oder halt Feuerwerk. Feuerwerk? Passend ja, oder euch. Das hier, das ist doch super, oder? Das ist ja sowas von genial, finde ich. Ein Rentierschild. Ja. Und ich habe mir halt auch noch was anderes gekauft. Es gibt halt wirklich für jede Waffe so eine Entsprechung. Es gibt zwei verschiedene Schilde und es gibt für Schwerter, es gibt Stäbe, allen möglichen Weihnachtskram. Und das sieht halt so lustig aus. Ich bin nur persönlich ein bisschen beleidigt, weil es gibt keinen Bogen. Ach, und du bist ja mit dem Bogen unterwegs. Ja, so ein Zuckerstangenbogen oder sowas hätte ich schon ziemlich cool gefunden. Und ich war doch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also... Es gibt halt so viel cooles Zeug, also ganz ehrlich, das ist halt, ich musste mir das Kostüm auch auf dem Live-Server holen. Also sorry, Trine hat mich gekriegt und ich musste es einfach haben. Es ist ja auch niedlich. Ja, es ist sehr niedlich. Sehr niedlich. Und also wer will, kann da unglaublich viel Kohle ausgeben oder sein Gold, was man gebunkert hat. Das ist doch super, oder? Oh. Dieser Lolli. Ich weiß schon, ich werde halt meine neu gewonnenen Gildenkollegen werde ich jetzt auf jeden Fall in jeder Instanz damit ärgern. Sehr schön. Indem ich so rumlaufe. Der ist auch nicht schlecht. Super, oder? Also, weiß nicht. Also, ich finde das Event halt ziemlich cool. Ich bin noch gespannt, wie lange es dauert, bis ich wirklich alle Teile da zusammen habe für das Dings. Und das ist halt super nervig, ja. Also, ich stand gestern in der Stadt und so und ganz Leute halt. Und ja, aber sehr, sehr schick. Und zum Abschied noch ein Feuerwerk. Juhu! Das war's leider schon wieder für diese Woche. Es war eine kurzweilige Sendung. Olli, schaltet nächste Woche wieder ein zur Buff-Show. Und übrigens, wir haben ein Weihnachtsspecial. Ja, anschauen, anschauen, anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... Jedenfalls, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Hallo. Nein, das möchte ich sagen. Ich möchte dich nicht. Wir haben heute wieder. Nochmal. Das war's mit Wechmore. Ich hab mir heute etwas. Willkommen zur Buffet Show. Hahaha. Ja, das musst du nicht sagen. Einfach nur gucken. Das war's leider. Ja, das war's für die. Das war zu lange. Du musst früher da.